haben Fakarava verlassen. Wir sind gut durch den Pass durchgekommen, ist aber auch ein riesiger Pass. Hatten ungefähr 2 Knoten mit Strömung. Und jetzt brauchen wir ungefähr 4 Stunden bis Tuau. Endlich mal wieder richtiges Segel. Alle Segel sind voll gesetzt. Wir machen 5 Knoten Fahrt. Die Angel ist draußen. Und wir hoffen mal auf einen schönen Thunfisch. Oh, so ein Schiff! Abgerissen! Einmal hat er sich gewehrt. Das war's. Kacke! Da oben, der Tölpel, der hat unseren Köder. Der da oben. Ach du Scheiße. Guckt euch das an. Oh Mann. Die sind wirklich Tölpel, diese Viecher. Jetzt landet er gleich und dann reißt alles ab. Wir ziehen ihn hier dran und hoffen, dass wir ihn befreien können. Ohne dass er verletzt ist. Das ist überall. Vor uns in 6 Meilen ist Tuau. Wir sind hart am Wind. Haben jetzt noch 2 Stunden, bis Slackwater ist im Pass. Also müssen wir uns beeilen. Wie immer kommt der Wind daher, wo wir hinwollen. Wir sind am Pass von Tuau. Oh, das Meer ist ganz schön aufgewühlt. Aber es ist ja ein riesiger Pass. Da sollten wir eigentlich gut reinkommen. Wir haben auch das Großsegel noch draußen. Das unterstützt uns dann. Zwischen diesen ganzen Korallen müssen wir jetzt den besten Ankerplatz suchen, weil der Wind, der soll auch einmal durchdrehen, also nochmal um 360 Grad, also müssen wir Platz dann überall hin haben. Angekommen, was sagst du? Ein super Platz. Anker liegt? Anker liegt, fest und sicher. Okay. Es ist alles voller Korallen hier, also sehr schwierig, den richtigen Fleck zu finden. Und dann ist auch die Sonne schon wieder sehr niedrig. Deswegen sind wir erstmal hier draußen hingegangen. Wenn es windstill ist und die Sonne besser ist, gehen wir vielleicht da ganz nach vorne. Eine kleine Lagunenfahrt. Aber eigentlich suchen wir Löcher von so lobsterähnlichen Tieren. Wir haben es aber noch nicht gefunden. Die Annette ist nämlich im Jagdfieber. So suchen wir jetzt hier die Lagune. Aber bis jetzt haben wir noch nicht die richtigen Löcher gefunden. Wir basteln uns hier jetzt einen Köder, um diese Art Schrimps zu fangen, die in den Sandlöchern sind. Also unten die Haken und hier oben kommt dann der Fisch rein. Dann wird das reingelassen, ein Loch. Und dann hoffen wir, dass wir auch was fangen. Die Annette, die versucht einen Köderfisch zu fangen, aber der ist zu groß, Annette, da. Ja, der auch. Etwas kleinere Köderfische haben, ja? Ja, gerne. Muss auch nicht. Und der merkt, dass es da irgendwas, dass sich da irgendwas tut. Ja, schön. Den aber will wir ich aber nicht. Einen kleinen Köderfisch. Annette. Ja. Ja, genau. Die sind aber nicht interessiert. Die Annette hat einen Köderfisch. Der wird jetzt seziert. Boah, was hast du denn für Haut, Freund? Und anschließend
kommt er in unsere Lobsterfalle oder Garnelenfalle, wie auch immer. So. Hat er den gefressen? Ja. Nee. Nee? Doch. Kommt jemand mit Schwimmen? Meine Fresse. Entschuldigung, das sagt man nicht. Das ist ganz schön was los bei uns. Annette will heute komischerweise nicht mehr schwimmen gehen. Ja, seltsam. Annette? Ja. Warum nicht? Die tun nichts. Ja, ich möchte aber auch nicht Fischfutter sein. Und nachher irren die sich, dann habe ich Pech gehabt. Und das möchte ich nicht. Also wir sind für Save the Sharks, schützt die Haie. Und wir können mit Gewissheit sagen, die tun Menschen nichts. Guckt euch mal an, die Annette, ja. Die ist aber mutig. Ganz toll. Schön hier. Dann kann die Annette sogar mit dem Eimer hier die Haie fangen. Dafür sind sie ein bisschen groß, oder? Wird nix. Wir finden nur geschlossene Löcher, kein großes, wo man den Köder so reinlassen kann. So, jetzt hoffen wir, dass das Loch groß genug ist und dass da jemand drin wohnt, den wir haben möchten können. Siehst du das? Ja. Sehr schön. Aber ich sehe, dass es unten nicht dunkel ist, sondern Sand drin ist. Der Köder will nicht rein. 2 Stunden sind wir jetzt hier schon auf der Suche nach etwas größeren Löchern im Boden, wo wir unseren Köder reinstecken können. Aber vergeblich. Und die Annette, die will einfach nicht aufhören. Also ich habe keine Lust mehr, aber die Annette will nicht aufhören. Ich möchte da jetzt zum Strand und ein bisschen Drohne fliegen. Den ganzen Tag sind wir da durch die Lagune gestapft. Jetzt guckt euch mal Annettes Füße an. Das sieht ja wohl eklig aus. Im Gegensatz dazu sehen meine richtig gut aus. Oh, doch nicht. Die nördliche Passeinfahrt von Tuau. Es ist kein richtiger Pass, weil es nur ein kleiner Einschnitt und dahinter ist ein Riff, sodass man hier auch nicht in die Lagune kommt. Aber wie ihr schon seht, hier vorne kann man an ein paar Mooringbojen hervorragend liegen. Da fahren wir jetzt mal rein. Sieht momentan sehr gut aus. So bricht sich die Welle hier am Riff. Wir haben den 30. Juli 2023. Wir sind immer noch in der Südsee, aber ich muss euch was zeigen. Guckt mal da, die Annette, die hat Socken an. Socken in der Südsee. Was ist denn los, Annette? Mir ist frisch. Warum?
weil das Wetter nicht so schick ist. Also wir haben seit 3 Tagen schlechtes Wetter. Heute Nacht, ich würde sagen, so bis 30 Knoten Wind. Haben schon seit 2 Tagen das Ding hier nicht mehr abgemacht und das Boot nicht mehr verlassen. Und warten jetzt auf schönes Wetter, dass wir nach Apataki fahren können. Why?